den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. O großer Friedrich, König der Deutschen, euch obliegt es, aus den unabhängigen Staaten, die euch umgeben, ein Reich zu formen. Ihr seid ein geborener militärischer Anführer. Nutzt diese Fähigkeit, um euch die Städte untertan zu machen, damit sie zu blühenden Zentren des Handels und Handwerks werden. Auf das einst die Barden vom mächtigen Friedrich mit dem roten Barte singen werden, dem großen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Civilization 6, ein Spiel, auf das ich schon gewartet habe und das ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gerade schon 9,5 Stunden gestreamt habe. Deswegen bitte nehmt mir nicht übel, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber das muss jetzt einfach noch sein. Das geht nicht anders, ich muss jetzt noch ein Let's Play aufnehmen. Wir starten mit Friedrich Barbarossa, den Deutschen. Und wir haben folgende Vorteile. Das ist einmal das U-Boot, aber das ist noch nicht so sehr interessant. Wir haben einen Spezialbezirk, die Hanse. Was Bezirke sind, das werden wir später noch sehen. Das ist eine der Neuerungen in Civilization 6. Und ganz doll wichtig, zumindest für mich, ist, wir haben einen zusätzlichen Militärregierungsplatz. Auch das werden wir noch sehen, was das ist. Auch das ist eine Neuerung, die ich eigentlich sehr schön finde. Und wir haben +7 Kampfstärke beim Angriff auf Stadtstaaten. Allerdings werde ich die wahrscheinlich nicht brauchen, denn mit denen verbünde ich mich lieber, als sie anzugreifen und einzunehmen. Ich will noch nicht lange drum herum reden, wir wollen gleich starten. Und wir starten irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber wir haben schon mal so ein bisschen was hier, was wir sehen können. Von der Karte ist es noch nicht allzu viel. Aber wir haben zumindest hier schon mal Elefanten, beziehungsweise Elfenbein. Wir haben schon mal Weizen, das ist sehr gut. Wir haben noch mehr Elfenbein. Dann mit Kupfer, okay. Vieh finde ich gut. Eigentlich würde ich jetzt hier gerne noch so ein bisschen erkunden, aber das würde, glaube ich, jetzt ein bisschen zu lange dauern. Und eigentlich ist der Punkt, an dem man startet, auch zumindest nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Deswegen möchte ich hier auch gleich eine Stadt gründen. Und das ist Aachen. Ich persönlich hätte da jetzt einen anderen Stadtnamen gewählt. Ich weiß nicht, ob man den Stadtnamen ändern kann. Geht das? Ich weiß es nicht. Ich habe es bisher noch nicht probiert. Ich würde mal sagen, es geht nicht. Vielleicht finde ich noch raus, wie man es ändert, aber wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal mit Aachen. Und als erstes wollen wir uns die Forschung einmal anschauen, beziehungsweise den Technologiebaum. Wie wir das aus Civilization 6 kennen, fangen wir natürlich in der Antike an und können uns über einen sehr, sehr langen Technologiebaum bis hin zu den Zukunftstechnologien, nämlich ins Informationszeitalter, fortentwickeln. So, jetzt wollen wir mal schauen, was uns an Forschung zur Verfügung steht. Wir haben die Astrologie, den Bergbau, die Keramik, Segeln und Tierzucht. Ich denke mal, Segeln ist gerade nicht so sehr interessant, weil wir haben hier irgendwie wenig Wasser. Da macht Segeln noch nicht viel Sinn. Der Bergbau. Brauchen wir denn schon Bergbau? Wir haben hier eigentlich gerade noch nichts, was wir bergbauen müssten. Deswegen würde ich gerade mal vorschlagen, wir brauchen hier Weizen, da brauchen wir aber nichts für. Dann können wir uns frei entscheiden, was wir haben wollen. Und dann würde ich persönlich auch vielleicht erstmal ja mit der Tierzucht anfangen, oder? Der Astrologie? Man weiß es nicht. Eine heilige Stätte? Nein, ich denke, ich fange mit der Tierzucht an. Das ist, glaube ich, immer ein guter Start für so ein neues Dorf. Und der Krieger, den wir natürlich auch kennen, der steht uns auch wieder zur Verfügung. Den schicken wir erstmal auf eine automatische Erkundung. Und wir haben direkt ein Inspirationsevent. Die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Die Entwicklung der Ausrichtung Außenhandel hat große Fortschritte gebracht und wir haben einen Bonus. Und zwar ist dieser Bonus relativ einfach zu erklären. Wir bekommen in dem Fall den Bonus auf diese Forschung und brauchen dann nicht mehr so lange, um diese Forschung abzuschließen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Gut, beim Außenhandel ist es jetzt noch nicht so wahnsinnig interessant, aber da kommen ja später noch mehr zu. Und wir haben auch jetzt einen Namen für den Kontinent, auf dem wir spielen, nämlich Cimmeria. Cimmeria? Ich würde es mal Cimmeria nennen. So. Gut, von dem Kontinent ist jetzt noch nicht viel zu sehen, aber da kümmert sich ja alsbald unser Krieger drum.
Und als erstes wollen wir in unserer kleinen Stadt, in dem lieben Aachen, im Stadtzentrum das Monument bauen. Das Monument ist immer das erste Gebäude, das man errichten kann. Und in dem Fall kostet uns das 9 Runden. Aber das ist auch in Ordnung, denn unsere Krieger haben ja noch ein bisschen was zu tun und können hier noch so ein bisschen erforschen. Ich bin mal gespannt, auf was wir da hier noch alles treffen. Wir haben hier oben auf jeden Fall schon mal Kupfer. Das ist schon mal ganz gut. Ist jetzt für den Anfang noch keine Notwendigkeit, aber ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier Elfenbein. Elfenbein ist eine Luxusware, das finde ich eigentlich ganz gut. Und dafür brauchen wir sogar die Tierzucht. Das ist gut. Dann können wir ein paar Elefanten züchten und damit Geld verdienen. Und der Speer hier, der geht mir auf den Keks. Den werde ich auch gleich mal angreifen. Denn so geht's ja nun nicht hier, ne? Diese bösen Barbaren. Es ist noch nicht mal eine Runde. Ja doch, wir sind jetzt in Runde 3. Hier oben haben wir die Rundenanzahl. Wir sehen hier das Jahr, die Uhrzeit. Also die Uhrzeit, meine, die ich gerade wirklich spiele. Und ja, Runde 3 und wir werden hier schon vom Barbaren genervt. Das geht nicht. Also da müssen wir intervenieren. Aber da scheint der Aufklärer von ihm nicht allzu begeistert darüber zu sein. Deswegen setzen wir die automatische Erkundung mal fort. Und dann hoffe ich, dass wir hier noch mehr finden. Also nicht unbedingt mehr Barbaren, aber noch so ein paar Sachen, die interessant wären. Einheit benötigt Befehle. Ja, etwas blöd ist jetzt natürlich, also die automatische Erkundung wird abgeschaltet, sobald die Einheit eine Gefahr erkennt. Wobei ich den Speer jetzt nicht unbedingt als Gefahr sehen würde. Aber, na gut. Wir laufen ihm mal hinterher. Ich vermute mal, wir werden aber nicht einholen. Deswegen lassen wir ihn mal ziehen. Und ich hoffe mal, dass die automatische Erkundung jetzt in eine andere Richtung geht. Tut sie. Das ist gut. Da haben wir auch direkt das Dorf gefunden. Dem möchte ich mich vielleicht auch mal direkt annehmen. Geringe Niederlage oder auch nicht. Oder? Eigentlich sieht das doch ganz gut aus. Nee, tut es nicht. Speerkämpfer gegen Krieger. Ich bin der, der den... Oh, ich hatte gedacht... Ups. Nee, da bleiben wir mal fern von. Für den Augenblick zumindest. Und setzen unsere Erkundung fort. Hier haben wir schon mal Krabben gefunden. Das finde ich gut. Krabben sind lecker. Der Krieger hat mal wieder Gefahr entdeckt. Es ist manchmal... Dann soll er bitte mal hier in die Richtung laufen. Bevor mir hier die Barbaren noch weiter auf den Keks gehen, ziehe ich dann lieber in diese Richtung und erkunde hier noch so ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Für diejenigen, die sich übrigens fragen, warum ich hier unten nicht draufklicke, ich benutze dafür die Enter-Taste ganz gern. Schweine. Was? Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Ich mag Züge. Ja, klingt schon ein bisschen seltsam, muss man schon dazu sagen. Wir brauchen aber eine neue Forschung. Ich möchte gerade mal schauen, wie man das kennt. Man kann auch wieder Punkte setzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die Währung haben und danach möchte ich astronomische Navigation. Das geht. Immer noch. Ist sehr angenehm. Und ich glaube, das möchte ich auch gerade mal machen, denn ich möchte gerade mal schauen, was ich denn als nächstes haben möchte. Ich denke mal, gut, so weit möchte ich noch nicht gehen. Obwohl es sich im Let's Play gezeigt hat, dass es sinnvoll sein kann, ein etwas höheres Ziel zu setzen und dann zu schauen, was man da noch braucht. Deswegen würde ich da vielleicht jetzt mal einen Punkt setzen und zwar... Was haben wir denn hier? Die Schrift. Dadurch bekommen wir die Bibliothek und einen Campus. Das ist gar nicht mal verkehrt. Eine Plantage. Kann nur auf Bananen gesetzt werden und wir haben doch... Haben wir nicht Bananen hier? Nein, das war... Nein, haben wir nicht. Gut, kein Problem. Dann brauchen wir auch keine Plantage. Zumindest nicht zwangsläufig. Segeln... Ja, wir haben noch nicht viel Wasser gefunden. Deswegen macht das noch nicht viel Sinn. Ich hätte eigentlich ganz gerne als nächstes mal den Bogenschützen. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, sich hier mal verteidigen zu können. Ja, so machen wir das. Wir machen erstmal noch nicht so weit, sondern erstmal noch so in kleineren Schritten. Lassen wir ihn hier erforschen. Und, sehr schön.
Das Stadtzentrum ist fertig gebaut, also beziehungsweise wie hieß es? Das Monument, genau. Das Monument ist fertig. Und dann hätte ich eigentlich ganz gerne, ich glaube, noch so ein Speer wäre nicht schlecht. Damit können wir, glaube ich, erstmal was anfangen. Und danach wird es dann auch mal Zeit, den ersten Bautrupp zu bauen. Denn wir werden bald neuen Wohnraum brauchen. Und Wohnraum wird in der ersten Stufe hier durch Bauernhöfe zur Verfügung gestellt. Und davon möchte ich dann auch ein paar bauen. So, der Krieger kann jetzt wieder automatisch erkunden. In der Hoffnung, dass er nicht wieder auf irgendwelche bösen, bösen anderen Späher trifft und sich bedroht fühlt. Ich könnte den natürlich jetzt auch noch erstmal heilen lassen. Aber das möchte ich gerade nicht, weil das dann doch ein, zwei Runden dauert und die möchte ich gerade nicht verlieren. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Ja, erzähl mir erstmal mehr. Politiken haben konkrete Auswirkungen im Spiel. Einige Politiken können die Produktion eurer Städte erhöhen, während andere mehr Reichtum generieren und wieder andere effektivere Militäreinheiten hervorbringen. Im Spiel gibt es keine richtige oder falsche Wahl bei der Sozialpolitik. Eine Politik kann unter den gegebenen Umständen angebrachter sein als eine andere und wieder eine andere mag besser zu eurem Spielstil passen. Probiert es aus. Es gibt vier Typen von Politik, von denen jeder an einer passenden Platz in einer gegebenen Regierung gesetzt werden kann. Das Einsetzen dieser individuellen Politiken gewährt euch die beschriebenen Vorteile und erweitert euer Spiel. Das wollen wir uns mal anschauen. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Durchaus wahr, und wir wollen die Politik gleich mal ändern. Und zwar haben wir hier die Möglichkeiten, militärische Politik festzusetzen, die wirtschaftliche Politik, die diplomatische Politik und die Joker-Politik. Durch unseren Bonus als Deutsche haben wir direkt zwei militärpolitische Plätze, die wir vergeben können. Die anderen beiden können wir noch nicht wählen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns unsere Regierung einmal ansehen, sehen wir sind ein Stammesfürstentum. Damit haben wir einen Platz für die Militärpolitik und einen Platz für die, was war das jetzt? Für die wirtschaftliche Politik. Und in späteren haben wir dann halt hier in der Autokratie dann zum Beispiel zwei Militärpolitiken, beziehungsweise in unserem Fall dann drei durch unseren Bonus, einen für die Wirtschafts- und eine Joker-Politik. Und so geht das halt weiter, dafür stehen die einzelnen Symbole. Und wir haben noch nicht allzu viel zur Auswahl, deswegen nehme ich jetzt einfach mal die beiden einzigen militärpolitischen Möglichkeiten, die wir haben. Und für den Anfang, ich könnte, ist jetzt die Frage, möchte ich mehr Produktion in allen Städten? Oder möchte ich Glauben und plus Gold in der Hauptstadt? Ich glaube, ich möchte eigentlich ganz gerne mal mit dem Gottkönig anfangen. Und zwar wegen dem Glauben. Politik bestätigen? Steht unsere Politikagenda? Ja, tut sie. Und dann brauchen wir noch eine Ausrichtung, die uns dann auch wieder neue Möglichkeiten gibt und neue Karten für die Politik, die wir dann wählen. In dem Fall zum Beispiel die Seefahrtindustrie, Produktion für Marineeinheiten der Antike und Klassik oder plus Gold für alle Handelswege. Und davon gibt es halt verschiedene Karten. Da müsste ich jetzt gucken, was würde denn am ehesten passen, der Außenhandel oder die Handwerkskunst. Wir sehen hier unten auch nochmal beschrieben, was uns den Bonus bringen würde. Würden wir jetzt zum Beispiel sofort den zweiten Kontinent entdecken, hätten wir hier den Bonus und der Außenhandel wäre nur noch halb so schnell. Oder bei der Handwerkskunst, wenn ich drei Geländefelder modernisiere, wäre es nur noch die Hälfte der Zeit, die ich brauchen würde, um diese Ausrichtung zu entwickeln. Ich glaube im Augenblick, Produktion für der Antike und Klassik, Produktion für Handwerker. Ich denke, der Außenhandel ist im Moment die beste Wahl. Und deswegen nehmen wir die. Hier wird noch fleißig erforscht. Aufklärungseinheiten wie Späher sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. So, schnelle Aufklärungseinheiten der Antike. Da kriegen wir dann in der, wie wir sie kennen, in der Zivilopädie, die habe ich immer sehr gemocht, können wir dann nochmal nachsehen, was können die? Die Zivilopädie können wir hier oben ganz klassisch aufrufen, aber ist im Moment nicht nötig. Wir schicken den Spieler mal los. Der soll mal fröhlich vor sich hin erkunden. Was haben wir denn da? Oh, Zucker. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe 9,5 Stunden gespielt, aber da gab es keinen Zucker. Und als nächstes hätte ich dann ganz gerne einen Handwerker. Den Handwerker oder der Handwerker ersetzt
die Bautrupps, die wir aus den vorherigen Teilen kennen. Und es gibt eine wesentliche Änderung, und zwar diejenige, dass die Handwerker sich verbrauchen. Bei den Bautrupps war es ja immer so, dass wenn man die automatisiert hat, die irgendwann ja deine ganzen Lande zerklüftet haben. Das kann bei den Handwerkern nicht mehr passieren, weil die am Anfang 3 Aktionen durchführen können. Also die können 3 Felder bestellen zum Beispiel und verbrauchen sich dadurch. Man kann das später erweitern, aber wie gesagt, die wichtigste Neuerung ist eben, dass sie sich verbrauchen. So, wollen wir ein bisschen rauszoomen. Haben wir schon ein bisschen was erkundet. Für Runde 15 sind wir ganz gut dabei. 3440 vor Christus. Man kennt es ja. So, nächste Runde bitte. Was haben wir da? Silber, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist cool. Benötigt Bergbau. Wir sind hier eigentlich ganz gut aufgestellt. Da kann man nichts sagen. Da haben wir den ersten Fisch. Jede Nation lebt vom Tausch. Das ist wahr, zumindest am Anfang. Und wir können jetzt Karawansereien machen, aber wir haben noch keine Handelswege. Und das brauchen wir auch nicht. Die Seefahrtindustrie ist auch noch nicht so sehr interessant. Politik ändern. Ach, Quatsch. Wollte ich ja gar nicht. Ist ja nichts bei. Brauchen wir ja nicht. Aber ich muss eine neue Ausrichtung wählen. Ja. Ist jetzt die Frage, was wollen wir machen? Das frühe Reich reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefelds. Ja gut, das passiert hoffentlich nicht so oft. Plus 50% Produktion für Siedler. Dann werden die schneller gebaut, aber... Ich glaube, ich möchte gerade erstmal auf die Mystik gehen. Ja. Ich möchte erstmal auf die Mystik gehen. Und was haben wir hier? Wir haben den ersten Stadtstaat getroffen. Als erste große Zivilisation, die auf den Stadtstaat Hongkong trifft, verdient ihr dort einen Gesandten. Wo ist denn das? Da. Schön. Neue Stadtstaat-Quest. Ein Heureka für das Segeln auslösen. Okay. Schauen wir uns später mal an. Ihr habt einen neuen Stadtstaat getroffen. Ja, das wissen wir schon. Kann ich denn schon einen Gesandten verschicken? Nein? Doch. Aber den haben wir automatisch bekommen. Und im Laufe der Zeit bekommen wir immer mehr Gesandte und können die in die einzelnen Stadtstaaten hineinpumpen und bekommen dafür Boni, wenn wir derjenige sind, der die meisten Gesandten dort reingepumpt hat. In dem Fall in Hongkong zum Beispiel plus Produktion in der Hauptstadt. Auf der zweiten Stufe, für die wir 3 Gesandte brauchen, Produktion in jedem Industriegebietbezirk. Und bei 6 bekommen wir dann Produktion zusätzlich in jedem Industriegebietbezirk. Wenn wir die meisten Gesandten in einen Stadtstaat gepumpt haben, werden wir Suzerän und bekommen dadurch dann Vorteile. In dem Fall folgt er uns in den Krieg. Wir können das Territorium mit Einheiten von ihm betreten. Handwerker können Geländefelder von ihm erweitern. Sichtbereich überstreckt sich über 3 Geländefelder und so weiter und so fort. Was es auch ganz gut gibt. Genau, ihr übernehmt alle Ressourcen des Stadtstaats, aber der hat im Moment noch keine. Deswegen gibt es da auch im Moment keine zu übernehmen, aber das ist nicht schlimm. Was haben wir hier? Empfohlene Modernisierung, Jagdlager. Achso, genau, der Handwerker ist fertig. Das ist ganz gut. Das soll er auch gleich tun, aber erstmal möchte ich einen Bauernhof haben. Denn der Bauernhof gewährt nicht nur Nahrung, sondern auch 0,5 Wohnraum, den wir brauchen, damit Aachen sich weiterentwickelt. Im Moment haben wir noch ein bisschen Wohnraum, aber das wird nicht immer so bleiben. Dann müssen wir noch was produzieren. Und dann hätte ich eigentlich ganz gerne auch sofort einen Händler. Da wäre ich eigentlich total für. Wenn wir schon handeln können, dann hätte ich auch gerne einen Händler. Ich weiß, ich gehe die Gefahr ein, dass Aachen ungeschützt bleibt. Aber das ist im Moment, ist dann nun mal so. Allerdings werde ich meine Krieger auch nicht allzu weit entfernen lassen. Also ich denke mal, ich werde noch hier die Ecke, vielleicht mache ich das mal manuell. Nein. So. Aufwecken. Ich will da noch die Ecke erkundet wissen. Da ist ja der Handwerker, den schicken wir mal zum Elfenbein. Dann haben wir unser erstes Luxusgut. Das ist auch nicht verkehrt. Es bringt uns wertvolle Vorteile dann im Handel. Man kennt es ja. Jeder, der schon mal Ziff gespielt hat, der weiß ja, worum es geht.
Modernisierung erstellen, ein Jagdlager. Das hätte ich gerne. Hier wird jetzt gejagt. Elefanten. Beziehungsweise Elfenbein. So. Wir warten noch auf die anderen. Die wir alle noch nicht kennen. Und dann möchte ich den Handwerker noch hier auf das Getreidefeld schicken und da dann nochmal einen Bauernhof bauen lassen. Und wie wir sehen, hat er sich dann verbraucht. Wir haben ein Inspirationsevent. Da sich das Land um unsere erste Stadt prächtig entwickelt, können wir unsere Produktionstechniken verfeinern. Die Entwicklung der Ausrichtung Handwerkskunst hat große Fortschritte gemacht. Das ist ganz gut. Und wir haben ein Heureka-Event. Der Abbau einer Ressource hat euch die Notwendigkeit der Ackerlandbewässerung vor Augen geführt. Euer Wissen über die Technologie Bewässerung hat große Fortschritte gemacht. Sehr schön. Die möchte ich auch alsbald haben, wenn möglich. Da wollen wir dann mal schauen. So, den Krieger hole ich jetzt mal zurück. Ich möchte Aachen nicht ganz ungeschützt lassen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, was passiert, wenn dann von Barbaren angegriffen werden würde. So ungeschickt, was heißt ungeschickt, aber so leichtsinnig war ich bisher noch nicht. Hier ist auch direkt der Speer der Barbaren. Wie wir sehen, unser Speer hat die automatische Erkundung eingestellt, weil er eine Gefahr erkannt hat. Und wartet deswegen auf Befehle. Ich schicke den jetzt mal... Wo schicke ich den denn hin? Dahin. Obwohl ich eigentlich hier noch so ein bisschen erforscht hätte, aber ich baue nachher einfach noch einen zweiten Speer. Das kann man ja auch mal machen. Der Händler ist fertig. Yippie. Dann können wir den auch gleich nach Hongkong schicken. Das ist ganz gut und auch ziemlich wichtig, denn der Händler ist mittlerweile die einzige Möglichkeit, wie Straßen gebaut werden. Durch den Händler werden dann die Straßen gebaut. Man kann die nicht mehr manuell bauen. Und natürlich die Boni an Geld und Produktion nehme ich natürlich gerne mit. So ist das nicht. Dieser Handelsweg wird unserer Zivilisation nicht nur Reichtum bringen, sondern auch allmählich Straßen zwischen unseren Städten entwickeln. Straßen ermöglichen es unseren Einheiten, sich unbehindert durch schwieriges Gelände bewegen zu können. Genau so sieht es aus. Wir haben wieder ein Heureka-Event. Über euren Handelsweg werden Güter ausgetauscht. Ein echtes Tauschmittel würde den Handel aber noch flexibler machen. Keine Sorge, kommt ja gleich. Euer Wissen über die Technologie Währung hat große Fortschritte gemacht. Okay, Währung kann man natürlich auch als Tauschmittel sehen, wobei... Wir sind in der Antike, da wäre Tauschhandel zum Beispiel, ja gut, jetzt nicht unbedingt mit Elfenbein, aber da wäre Tauschhandel nicht ungewöhnlich. Wir wollen mal schauen. Der Händler braucht ja ein paar Tage, bis er dann, beziehungsweise ein paar Runden, bis er dann in Hongkong ist. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute.